Hallo, ich wollte jetzt meinen ersten Vlog drehen und ja, dann gehen wir mal jetzt mal in mein Zimmer. Warte, ich springe mal hier drunter. Wow. Okay. Das wird ein bisschen weh, aber es ist gleich. Also wir sind jetzt hier und wenn ich morgens aufstehe, gucke ich an meinen Globus und lerne ein bisschen. So. Hier ist mein Fernseher und mein Nachbar ist immer da oben, wo ich war. Und ja, jetzt gehen wir mal in mein Zimmer. Das ist mein Controller, wo ich immer dann abends zocke. Abends, wenn ich keine Lust mehr habe, lege ich mich dann einfach ins Bett, tue den Controller weg und schlafe ein. Morgen, wenn ich aufstehe, stehe ich dann auf, nachdem ich ein paar Mal geschnarcht habe. Jetzt habe ich ja schon erzählt. Ich gucke jetzt meinen Globus an. Gucke dann erstmal, was in der Zeitung so steht. Und dann sehe ich einen auf einmal. Alter! Ein Nintendo 3DS XL! Schade, dass ich mich nicht kaufen kann. Dann bemerke ich aber, dass da neue Spiele sind. Ich kann es schnell zum Einkaufsladen. Ich hör schnell auf. Ich merke, ich hab nicht mehr Geld. Ich hab genug Geld. Und wenn ich dann Geld irgendwann mal gefunden habe, renne ich schnell zum Einkaufsladen. Wenn ich dann an einem Ort beim Einkaufsladen bin, gehe ich rein. Frage dann Herren, beiden Herren. Nee, du bist hier nicht im Laden. Das ist unsere Bude, Mann. Du darfst hier nichts kaufen. Dann merke ich erst, dass das keine Verkäufer sind. Und ich trete denen erstmal eine. Dann renne ich schnell weg und klaue ihnen irgendwas. Was ich klaue, werdet ihr gleich. Ich habe immer dieses geile Auto geklaut. Jetzt soll, damit noch keiner es merkt, dass ich dort war. Und renne so schnell ich kann. Und dann wieder in mein Zimmer zurück. Mache die Tür zu, aber schnell. Schließe ab. Scheiße. Dann bemerke ich, dass ich ja ein Nintendo haben wollte und nicht so ein Spiel. Habe ich aber bemerkt, dass ich ja sowieso eine Wii und eine Wii habe. Mit so vielen Sachen. Mit hier noch ein paar Spielen. Mit da oben ein paar Amiibos. Mit dem Amiibo. Und dem Amiibo. Und das Video geht. Dann bemerke ich, ich wollte Bockflip machen. Habe es tausendmal versucht. Ich hätte es aber nicht hingekriegt. Meine Hand war voll nass. Ich ginge und ginge und ginge. Habe ich dann hingekriegt. Und
Leben überlassen. Ich habe das Auto auf mich geworfen gekriegt und ich habe daran drum gebastelt. Ich ging wieder zurück an meinen Platz. Ich wollte mich gerade hinlegen und schlafen. Realisierte dann, ich wollte doch davor noch spielen. Ich habe mir den Controller geholt und habe gezockt. Kampf gewonnen! Luigi wins! Schreite dann der Erzähler und ich spielte weiter. Ich analysierte dann. Merkte ich, dass Yoshi gewonnen hat. Yoshi wins! Ich bin ausgerastet! Hab den Fernseher genommen und hab auf den Boden geschlagen. Ich hab gesagt, Luigi wins! Luigi wins! Luigi wins! Bin da aus dem Zimmer gerannt, wollte dann aus dem Zimmer rennen. Hab dann realisiert. Ist egal. Ich ging zu meinem Nachbar hoch. Merkte dann aber, es war eigentlich spät. Hab mit ihm dann gesprochen. Ey, wie geht's dir so? Er hat gesagt, komm, setzen wir uns erstmal auf die Sessel. Ja, was? Ich habe mal ein Amiibo gekriegt. Das wollte ich dir eigentlich sagen. Und bla 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 bla, habe ich dann erzählt. Ich bin eigentlich ausgerastet, weil ich nicht gewonnen habe. Mein Nachbar hatte gesagt, ist doch shitte egal. Hauptsache, du hast Spaß gehabt. Ich hab dann realisiert. Ja, warum hab ich das nicht gleich gewusst? Da war ich noch beim Laden und habe mir ein Spiel gekauft, aber ich wollte eigentlich Nintendo kaufen. Irgendwie bin ich irgendwie gerade. Ich weiß nicht. Sollte ich mich umbringen? Dieser Urlaub ist doch schon mega scheiße geworden. Aber das ist ja auch mein erster Vlog. Also, mein zweiter Vlog wird relativ gut, oder? Ich springe jetzt in den Stuhl. Au. Kann jemand Krankenwagen rufen? Ich habe dann gemerkt, mir wurde mega langweilig hier in meinem Zimmer. Dann bin ich nochmal zum Laden gegangen und habe mir noch eine Zeitung geholt. Rasiert. Der Laden hat noch nicht offen, heute ist Sonntag. Sonntag. Ich habe mich wieder hingelegt, einfach mal auf den Schreibtisch und habe gedacht, warum gehe ich dann nicht zum Zeitungsladen? Der hat doch immer offen. Ich habe dann die Zeitung gelesen und gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Hab dann erst gedacht, Alter, das ist ja alles von Mediamarkt. Ich dreh mal um. Hab mich dann zugeknüllt und bin eingeschlafen. Hab dann am Morgen gedacht. Oh! Ah! Hilfe! Oh, ich habe keine Luft gekriegt. Warte mal, ich muss zum Essen. Ich bin
anderen da gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. Ich hab den anderen Leuten gesagt, ey, hab's auch so lange gehabt. Nee, eigentlich nicht. Ja, ich schon, aber kein Bock mehr, was zu essen. Ich auch nicht, aber ich hatte auch keinen richtigen Hunger. Ja, wir müssen ja auch was essen. Ich bin hier weggegangen. Hab relativiert. Irgendwie hab ich keinen Bock mehr und spiele Wii U. Dann bin ich nach oben gegangen. Wurde dann aber die Polizei gefesselt, weil ich total ausgerastet bin und eine Fahrzeuge zerstört habe. Und das war das Ende meinem ersten Vlog. Oh!